So, ein wunderschönes herzlich willkommen zurück zu Mightest Creative Server Let's Play. Lalerutz Playerus und dann geht's ab. Ja. Oh ja, doch, also müsste richtig sein. Ich hoffe doch. So, nachdem wir vorherige Woche statt den Leuchtturm, weil wir erstmal ne, Silbersandstein backen mussten und ganz nebenbei gleich mal unsere MV-Anlage komplett aufgebaut haben, ja, machen wir diesmal tatsächlich jetzt mit dem nun fertigen Silbersandstein unseren Leuchtturm zu Ende. Oder, also zumindest gucken, wie weit wir kommen jetzt die Woche. Ja. So, das heißt, wir haben eigentlich an Stein haben wir alles dabei, was wir brauchen. Genau, alles da, alles schön. Mal gucken, ob der rote Stein reicht. Sollte aber. Was wir denn oben für die eigentliche Aussichtsplattform oder die Rumdrehplattform, wie man das nennen möchte, was wir da denn benutzen, gucken wir, wenn es soweit ist. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch ein bisschen Stuff so nebenbei. Erstmal müssen wir uns wahrscheinlich irgendwo ein bisschen hochbauen. Das heißt, wir nehmen ein bisschen Sand mit. Beziehungsweise nein, wir machen es gleich richtig und nehmen Leitern mit. Was? Achso. Alles gut. Ich dachte, hier sind auch noch Leitern. Aber das waren diese komischen Querdinger. Wir haben drei Boote. Lol. So, dann brauchen wir natürlich unsere beiden Replacement-Tools, damit wir hier wieder effektiv arbeiten können. So, dann nehmen wir noch eine Axt mit, da wir uns garantiert wieder verbauen. Question ist, wo ist meine Axt? Also meine Spitzhacke. Habe ich die hier reingepackt? Oder ist sie tatsächlich letztens draufgegangen? Ich traue dem immer nicht so, wenn Sachen komplett weg sind. Nicht, dass hier immer Sachen irgendwie einfach disappearen. Das wäre natürlich Katastrophe, aber scheint so. Zumindest ist es offensichtlich nicht da. Ist ja kein Problem, dann bauen wir uns tatsächlich eine. Da brauchen wir ein bisschen Rainbow Ore, ein paar Stöcker. So, ein, zwei zum Beispiel. Und dann Lüftetür. Nehmen wir hier von drei Stück. So. Mein Rechner ist schon wieder ausgelastet, also der Arbeitsspeicher. Mist, ich hab auch vergessen jetzt gerade hier nochmal die ganzen Dinger hier zu, meine ganzen Mainz-Server hier mal neu zu starten. Das könnte Wunder wirken. Übrigens habe ich letztens, vor 2 Tagen, als ich mal wieder ein bisschen privat gespielt hatte, das wollte ich eigentlich im Let's Play erzählen, habe ich aber komplett vergessen. Tatsächlich mal ein bisschen rumexperimentiert. Es gibt ja von Mithril dieses. Nein. Dieses Ding hier. Also praktisch die Sense. Und Quatsch, nee, nicht Sense, sondern. Wie heißt das Wort auf Deutsch? Doch, ist eine Sense, oder? Auf Deutsch heißt es Sense. Ich glaube ja. Und das Ding ist tatsächlich echt geil. Ist bei Mindtest, bei Vanilla Mindtest, da habe ich es nämlich probiert, echt scheiße. Weil das funktioniert ungefähr so. Ach komm, wir bauen uns einfach mal eine. Komm, wir bauen uns einfach mal eine. Also, da brauchen wir Mithril. Davon haben wir zum Glück mittlerweile ein bisschen was. Und haben wir ehrlich gesagt noch nie gebraucht. Und wir haben schon über 100 davon. Lol. Und das, obwohl wir immer nur ein einziges finden, ist ja. Das kommt ja immer nicht als. Hallo? Erde an Server. Bitte nicht abstürzen oder abkacken oder was auch immer du gerne machst. Ja. Das ist halt so, wenn du das Ding benutzt, dann. Das geht ultra schnell, Alter. Nice.
Dann, also das Besondere ist hier quasi Rechtsklick, also Rechtsklick, ich weiß nicht, bei mir war es Linksklick, quasi zum Ernten und zum Neuanpflanzen mit einem Klick. Das heißt, normalerweise erntest du ja ein Feld ab, dann bekommst du Samen und dieses Gemüsezeug und, das und den Samen musst du dann wieder manuell einpflanzen. Und dieses Werkzeug macht beides quasi beides in einem. Das heißt, du genau, es droppt quasi das, was rauskommt, plus mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das zusätzliche Samen und der eine Grundsamen, der wird aber direkt wieder eingepflanzt. Jetzt ist es aber natürlich so bei normalen Mindtests, wenn die Sachen droppen, musst du sie im Nachhinein doch wieder manuell einsammeln. Hier haben wir ja aber den Vorteil. Okay, hier ist es wirklich Rechtsklick. Verstehe ich nicht. Hier hast du aber halt den Vorteil, naja, ich nehme die Sachen sowieso automatisch auf. Das heißt, hier ist das wirklich ultra nice. Weil wie man sieht, wird direkt wieder eingepflanzt. Ja. Und das, was dabei gedroppt wird, sammeln wir durch die Item-Drop-Mod auch automatisch wieder ein. Das heißt, das Ganze ist tatsächlich... LOL. Okay, ob das so sein soll, weiß ich nicht. Man kann damit ein bisschen nicht so cheaten. Ja. Das Ding nutze ich leider auch sehr schnell ab. Also, das muss man schon mal dazu sagen. Man sieht ja, wir haben schon fast... Das Ding ist quasi schon zwei Drittel aufgebraucht. Und wir haben gerade mal ein einziges Feld gemacht. Das Ding ist also nicht sehr langlebig. Das muss man auch dazu sagen. Aber dafür schon, ne, so für den Heimanwender mit so kleinen Beeten und so, gar nicht mal so schlecht. Echt gar nicht mal so schlecht. Vor allem habe ich doch das Gefühl, das Ding droppt mehr, als man normalerweise bekommt. Weil, wie man sieht, es droppt teilweise, also es droppt immer mindestens ein Sapling. Und es pflanzt aber auch einen gleich ein. Das heißt, man bekommt immer mindestens zwei Saplings und teilweise bekommt man sogar zwei. Das heißt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Ding sogar mehr droppt, als man eigentlich normal bekommen würde. Was ich auch nicht gerade schlecht finde, sondern eher löblich. Ja. Komm, die Felder machen wir auch mal. Da haben wir einmal alles durchgemacht mit dem Werkzeug. Ob wir das jetzt tatsächlich irgendwie verwendenderweise benutzen, weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, es hält halt nicht sehr lange und es kostet halt immerhin 3 Mithril. Das heißt, das Ganze ist relativ teuer. Aber andererseits nutzen wir das Mithril ja auch nicht für nichts anderes. Für Mithril haben wir derzeit keinen Verwendungszweck. Dementsprechend kann man sagen, okay, bevor wir es komplett in den Kisten vermodern lassen, ne, auch Mithril kann oxidieren. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was dieses Mithril ist. Ne, bevor wir es da vermodern lassen irgendwo, nutzen wir es lieber sinnvoll für die Felder. Weil gerade für die großen Beete ist das natürlich eine mächtige Arbeitsgewinn. Gut, ich weiß zum Beispiel nicht, wie das Ding mit diesen Dingern arbeitet. Also hier mit diesen Weinrauben, Weintraubenreben-Dinger da. Weil da ist ja noch dieses komische Holzgerüst. Wie er damit umgeht, das weiß ich leider nicht. Aber ich schätze mal, technisch gesehen, ne, also wenn man jetzt so als Programmierer an die Sache rangeht, du hast ja hier einen Status, ne? Das heißt, das Ding hier ist zum Beispiel, sieht man oben, Farming Oat 1. Und wenn das wächst, wird einfach die Zahl hinten größer. Und dieses Werkzeug macht nichts anderes, als den Wert wieder auf 1 zurückzusetzen. Und das müsste mit diesen Dingern, da wo die Weintrauben dran wachsen, diese Holzgestelle, müsste das eigentlich auch funktionieren. Also, ey komm, wir probieren es einfach mal. Ne? Das Werkzeug ist sowieso gleich tot. Da können wir es einfach mal probieren. Achso, hier ist noch nichts gewachsen. Wobei doch langsam ein bisschen... Nein. Na, aber es hat nichts gedroppt. Aber es wurde tatsächlich wieder einfach zurückgesetzt auf Grapes 1. Scheint also tatsächlich so zu funktionieren, auch wenn es gerade nichts gedroppt hat. Kann natürlich sein, weil es nicht aufgewachsen war. Ja, wie gesagt,
Also tatsächlich, das Werkzeug hatte ich gesagt, ne? Also ob wir es hier nutzen, ne? Das weiß ich nicht. Warum sind hier so eine Lichtprobleme? Oh, ich dachte, ich habe ein Serverprivileg. Schade. Ach nee, ich hatte nur das Briefprivileg, dass ich mir selbst Privilegien geben kann, aber Serverprivileg hatte ich nicht. Na gut. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt, okay, nachdem wir mal kurz einen Abstecher zum Lager machen, die Sachen wieder wegpacken, gehen wir jetzt direkt zum Leuchtturm. Und dann wird geflext, was das Zeug hält. Rein, 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 rein. Und rein. Und einmal starten. So. Siehst du, den Knopf da zu lassen und nicht mit dem Schalter zu ersetzen, war eine gute Idee. Ja, wie gesagt, finde ich geil. Finde ich ganz cool. Tatsächlich mal etwas Sinnvolles, was man mit Mithril machen kann. Ich meine, wir haben weit über 100. Das heißt, es würde für ein paar Mal die Felder einmal durchgehen, würde das reichen. Andererseits, wie gesagt, wir haben da vorne gesehen, für vier Felder gibt bereits ein so Ding drauf, komplett. Also fast komplett. Und das heißt, bei unseren großen Beeten würde das gerade mal für ein Teilbeet reichen. Also für zwei Teilbeete. Und da wir da ja mindestens sechs Stück haben, heißt das, bräuchten wir quasi für alleine für einen Durchgang 600 Werkzeuge. Das heißt also, at 3 Mithril wären das bereits 9 Mithril für einen Durchgang. Kann man natürlich sagen, okay, wie gesagt, wir brauchen es für nichts anderes, also warum nicht? Andererseits kann man auch sagen, okay, vielleicht gibt es ja später noch irgendwas, was Sinn macht, wo man das dann tatsächlich doch noch verwenden kann. Ja, weiß ich nicht. So, wir wollten das Ding erstmal hier um 3 Doppelebenen größer machen, also insgesamt um 6 Blöcke. Ich würde mal sagen, legen wir damit doch einfach mal. Ja, da muss man natürlich aufpassen, wenn man auf so einer Leiter steht. Ach, weißt du was? Wir kopieren am besten erstmal diese Blöcke hier. Da können wir erstmal die Leiter hochziehen. So und so. Was? Ach so, ich hab's noch im. Ja, ich hab's ja noch in den Backpacks drin. Alles gut. Ach, ich hab jetzt auch die Säge nicht mitgenommen. Wobei, ich habe die schon hingestellt, ne? Ja, und klar, und steht die ja. Hallo! Die hätte ich jetzt garantiert wieder gesucht. Ganz ehrlich. So, bam, 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 bam und bam. Ja, doch, das passt von der Höhe her. Das ist gut. Dreierhöhe ist. Gut. Achso, ja. Ich muss natürlich auch erstmal diese Dinger machen. Gut, der klatscht hier schon mal die Leitern dran. Ich weiß noch nicht, ob wir denn hier drinnen später auch ein richtiges Treppenhaus machen. Gerade jetzt durch die Geheimtür würde sich ein richtiges Treppenhaus natürlich auch ein bisschen schwieriger machen. Gut, wir können jetzt einfach hier anfangen, dass wir hier eine Wendeltreppe hoch machen. Na? Aber wie gesagt, das gucke ich dann erst, wenn der Turm an sich schon mal ordentlich ist, fest ist und so ist, wie er sein soll, wenn irgendwann mal. So, was wir brauchen, ist auf jeden Fall ordentlich hiervon und ne, mache ich erstmal nicht, mache ich gleich, denn ich würde erstmal gerne das hier. Und das hier machen, genau, alles korrekt. Ich war gerade ein bisschen dumm oder so im Kopf, im Schädel, keine Ahnung. Wir machen einfach gleich mal noch ein Stack. Warum nur 42? Hä? Hat sich gerade 99er Stack genommen? Nicht? Oder nicht? So. Und so. Jetzt schalten wir das Ding auf 98 runter. So, und dann nehmen wir nämlich hier von 98. Dann bleiben 50 übrig. Und ja, komm. Hier von 98. Dann bleiben davon auch 25 übrig. Sehr schön. So kannst du wieder auf 99 hochgestellt werden. Und los geht's.
So, kopiert hatte ich bereits. Ich brauche also einfach nur Klick und Klick und Klick und Klick und Klick und Klick. Man, es geht ja viel schneller, als ich gedacht hatte. So, kopieren, kopieren. Ach, ist das schön. So gemütlich. Stell dir mal vor, wir hätten echt nur ein so ein Replacement-Tool und müssten jedes Mal kopieren und dann einfügen und dann wieder kopieren. Das wäre Katastrophe gewesen. Das wäre sowas von Katastrophe gewesen. Von daher finde ich das ganz geil, dass es wirklich, dass man mehrere Items benutzen kann und es dann auch pro Item gespeichert wird. Das macht die Sache halt viel angenehmer. So. Pop. Pop. Sehr gut. Wow. Party. Party, 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 Party. Ich hoffe, mein Video ist gerade nicht gestorben dabei. Aber bei, wenn die gesamte Ebene weiß wird und der andere wieder rot, schwarz wird, dann sollte das im Video nicht so problematisch sein. Doink. Ich hatte auch übrigens letztens mal wieder einen Server gehabt. Ich weiß nicht, wie das geht. Da war ich aufgrund eines Bugs in einem Block drinne. Also ich bin quasi in den Block reingefallen. Und den kennt man ja auch hier, passiert ja auch ab und zu. Aber bei dem Server hat man tatsächlich, wenn man in einem Block drinne ist, und man normaler Spieler ist, heißt also kein No-Clip-Privileg hat, bekommt man tatsächlich Schaden. Jetzt weiß ich nicht, ist das jetzt so ein neues Ding von Mindtest allgemein oder hatte er da nicht eine spezielle Mod drinne? Würde mich mal interessieren, weil ganz ehrlich, dieses Feature klingt irgendwie interessant. Weil ich meine, wenn du einfach mal in Sand drinne bist, weil du zum Beispiel gerade, weiß nicht, du bist in der Höhle und hast Kies gebaut, also baust bei Kies ab und dann fällt dir der ganze Kack auf den Kopf, dann wäre es ja schon ein bisschen, hups, ich habe die Dinger falsch gemacht, oder? Nee. Was habe ich hier falsch gemacht? Habe ich den hier falsch gemacht? Ne, der ist richtig. Muss ich den hier falsch gemacht haben. Hier habe ich richtig. Ach, ich habe hier zwei übereinander gemacht. Upsala. Und es ist ja auch ein bisschen realistisch, dass man denn... Ich habe keine Axt dabei. Dass man denn quasi Schaden bekommt, weil man natürlich... A, tut das sowieso an sich erstmal weh, dass einem die Kacke auf den Kopf fällt. Auch da müsste eigentlich eine Schadensberechnung drin sein. Aber gut, das lassen wir mal außen vor. Nee, aber vor allen Dingen halt auch, dass man dann quasi, ne, wenn man von dem Geröll überrollt wurde, kriegt man ja auch nur noch schwer Luft, habe ich gehört. Ich meine, gut, wenn es jetzt ganz grobkörniges Kies ist, dann könnte man da drin sogar noch atmen, dann hat man quasi einen Luftfilter. Aber, ja, trotzdem nicht schön. Von daher fand ich das natürlich im ersten Moment ein bisschen blöd. Aber so im Nachhinein überlegenerweise dachte ich eigentlich, ja, warum eigentlich nicht? Ist eigentlich eine coole Idee. So, hatte ich nicht eine Axt gebaut gehabt? Ne, ich habe nur die Sachen schon mitgenommen. Wobei ich mir keine Stöcker mitgenommen habe. Lol. So. Habe ich hier Papyrus? Was ist denn hier los? Könnte ich mal wieder ins Lager bringen. Hat der Papyrus scheiße. So. Oh, ich habe auch kein Essen dabei. So, wollen wir das auch gleich mal? Bevor wir jämmerlich verhungern. Wir haben nämlich gerade noch 8 von 30. Das gute Brot. Wo ist denn das? Wir nehmen gleich mal. Da kommt das Ding. Ganz ehrlich, warum nicht? Tschatscha. Tja, dann sind wir mit dem Turm an sich doch wesentlich schneller durch, als ich dachte. Wir haben ja quasi gerade schon in der kurzen Zeit die Hälfte geschafft von dem Ding.
Da müssen wir uns echt mal Gedanken drum machen, wie wir das Ding denn oben designen, ob wir da auch grauen Stein, also Cobblestone oder normalen Stone benutzen. Wobei Clean Stone sieht halt langweilig aus und Cobblestone sieht halt zu, ich weiß nicht, passt halt nicht. Deswegen, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was wir da am dümmsten machen. Oh, jetzt war ich aber richtig, jetzt war ich aber gerade dumm. Ja. So. So. Nice, Hälfte haben wir, die Hälfte haben wir schon geschafft. Sogar relativ genau die Hälfte. Jetzt haben wir schon mehr als die Hälfte. Nice. Wow. Das ist ein geiles Muster. Leider sollte ich das nicht allzu lange offen lassen, weil genau diese Muster sind dann nämlich fürs Videocodec. Sehr gefährlich. Da platzt die Dateigröße gleich mal aus allen Nähten. Weil das natürlich relativ viele Bildinformationen sind in dem Moment. Ich meine hier sowas, wenn alles schwarz ist oder... Ja. Genau, jetzt so weiß. Wow. Schönes Muster. Leider werdet ihr es wahrscheinlich so nicht sehen, weil es ja bei euch immer skaliert wird. Ha. Ne. Grafikfehler sind immer noch die schönsten Fehler. Oder nicht nur die schönsten Fehler, sondern auch die schönsten Phänomene allgemein. Ich liebe Grafikfehler. Die erinnern einem immer daran, dass auch Soft- und Hardware von Menschen entwickelt wurde. Und damit niemals perfekt sind. Gut, außer jetzt Sachen, die wirklich einfach simpel sind, also wenn du jetzt zum Beispiel einfach einen Baustein hast, was einfach nichts anderes macht, als die Eingabe und die Ausgabe überliefern. Ich glaube mal, das fehlerhaft zu programmieren, das schafft nur Microsoft-Mitarbeiter. Aber ich sag mal so, in komplexen Sachen hast du halt meistens Fehler drin. Oder auch eigentlich immer. Weil umso komplexer ein System wird, ja, umso komplexer wird doch das, das fehlerfrei halten. Aber gut. Lassen wir das Thema mal beiseite. Ihr wollt ja keine Softwareentwickler werden. Sondern ihr wollt nur mit Mindtest-Videos zugedröhnt werden. Übrigens gibt es jetzt von meinem netten Herrn Kollegen Bekannten haben wir tatsächlich so gemacht, er hat jetzt einen eigenen YouTube-Kanal, der aber über mein Google-Konto läuft. Aber wie gesagt, es ist halt auf YouTube selber trotzdem ein eigenständiger Kanal. Mit dem Namen Franks. Also, so geschrieben. Manche kennen den Namen vielleicht. Das ist nämlich die Anspielung auf den Anime Darling in the Franks. Und weil er den Anime halt sehr mag, deswegen hat er halt seinen Kanal Franks genannt. Und ja. Zu finden auf YouTube. Upsala. Ich weiß offen gesagt nicht, das wird's dumm. Ich weiß offen gesagt nicht, dadurch, dass der Kanal mit zu meinem Google-Konto gehört, ob der Kanal automatisch bei mir mit verlinkt ist oder irgendwo ersichtlich ist oder ob ich den jetzt tatsächlich nochmal manuell verlinken muss. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken.
Auf jeden Fall, wenn man nach Franks sucht, ich weiß nicht, ob man den Kanal denn findet. Die ersten Videos werden jetzt gerade hochgeladen. Von ihm. Ja, von daher einfach mal gucken. Eigentlich müssten wir die ganzen roten Sterne in der Mitte immer noch alle rotieren, weil es sieht so scheiße aus. Egal. So. Gut, jetzt sind wir auf der Höhe. Und jetzt ist, wie gesagt, jetzt ist die schwierige Frage: Was bauen wir jetzt hier oben drauf? Vor allen Dingen, welche Farbgestaltung soll das Ganze haben? So. Ich würde halt schon gerne ein bisschen, ne, in die technische Richtung gehen. Also jetzt keine Wolle oder so ein Scheiß benutzen, sondern wirklich schon ein Material, das nach Stabilität aussieht. Also irgendwie Gestein oder irgendein Verbundsmaterial. Ja, also jetzt auch kein Holz oder so ein Zeug. Vielleicht tatsächlich das hier. Steinziegel. Ich habe auch gerade irgendwie von meinem inneren Auge nicht, wie ein Leuchtturm aussieht. Also ich weiß, dass er oben auch rund ist und Lichtsäule hat, aber ich weiß jetzt nicht von der Farbgestaltung her. Sind die Leuchttürme oben weiß oder grau? Keine Ahnung. Was ist das denn hier? Achso, Glut, ne? Ja, ja, glühende Asche. Sowas hier wäre halt vielleicht doch geil. Komm, doch, doch, das passt von der Textur her ganz gut. Okay, nehmen wir. Gekauft. Das sieht von der Textur her geil aus. Das gibt dem Ganze das gewisse Etwas, ohne dabei gleich zu dunkel zu wirken. Wobei, ich glaube, das machen wir lieber erst nächste Folge. Renn um dein Leben. Yay. So, haben wir hier noch welches oder haben wir das nur im Lager? Okay, aber nur im Lager. Wir haben hier bloß ein bisschen was. Jutchen, dann würde ich mal sagen, rekombinieren wir mal unsere Scheiße. Wobei, das machen wir auch nächste Folge. Ja, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dann.